neue Folge mir angeguckt. Muss sagen, ich mochte den Anatar-Reveal und ich mochte gestern eigentlich nichts an der neuen Folge. Was, glaube ich, prima daran lag, dass nichts von Sauron dabei war. Wir sagen uns bisher der bei weitem beste Charakter aus der Serie. Und ja, die Darstellung von Bombadil. Herr der Ringe-Fans haben seit Jahrzehnten auf ihn gewartet und Bombadil gestern war einfach nicht der Weg. Bombadil war einfach nicht der, war nicht der Weg. Trimax will DooQ, ey, wenn er Bock hat und wenn wir können FlexQ spielen. Ich glaube, DooQ geht nicht. Ich kann auch gerne Chef Strobe ranholen, wir machen eine ganze Lobby voll. Alles ist mir gerade lieber, als SoloQ zu spielen. I'm not gonna lie. Nix mit Trimax, du, der ist selber. Du, ich weiß, also DooQ wird nicht gehen. Das ist mir klar, aber FlexQ wäre geil. Moin Leute, Trimax hier. Hey, grüß dich, Trimax, Mann. Sehr gerne, wenn du Bock hast auf FlexQ, ich dodge das Game sofort. Ich kenne nichts. Ich, wenn du Bock hast, get me out. Ich komme aus der Solo-Q und du tust mir einen riesigen Gefallen. Normal Botlane zusammen. Also, du willst wirklich Botlane zu zweit spielen? Ist das. Okay, das ist. Ja, das wäre krank. Er spielt Heimerdinger und Malsa. Ich glaube, Trimax ist der Saver, den wir gebraucht haben, Chat. Er ist der Held, den wir nicht verdienen, aber wir haben ihn gebraucht. Der uns aus der Solo-Q rettet. Oh, hey, grüß dich, Mann. Hey, moin, ne? Hey, moin. Geil, dass das so spontan klappt. Ey, du tust mir einen riesigen Gefallen, glaub mir. Ich hab echt jetzt? Ich hab gar keinen Bock auf Solo-Q gerade. Wie geil. Das ist sehr geil. Es ist nämlich so, ich möchte ja mit Umatra Platin kommen, zusammen auf der Bottom-Lane. Ich als Support. Okay, krass, ja. Und ich hab eigentlich früher nur Nami gespielt, 2013 so. Aha. Und ich will aber gerne auch alles lernen. Auch mal Nautilus, vielleicht eine Leona. Cool. Vielleicht Vel'Koz oder so, alles Mögliche. Und ich bin richtig mies. Und deswegen ist vielleicht das Beste, wenn wir einfach so, ja, du spielst einfach AD Carry und sagst mir, wo ich wann wie reinmoven kann. Na klar, gerne. Klingt voll geil. Also sehe ich uns. Man muss alle Accounts auf, wir müssen gerade alle Accounts Level 30 hochspielen. Romatra, ich, Chef Strobel. Wieso habt ihr denn mehrere Accounts alle? Wieso? Naja, wenn wir einmal, ich mache einmal Solo Duo Q mit Chef Strobel, Road to Gold. Achso. Dann mache ich einmal Solo Duo Q mit Romatra, Road to Platin. Dann will ich noch einen für mich komplett Solo, wie weit komme ich komplett alleine. So, und dann noch einen für die Flex Q. Okay, Alter, viele Projekte, Alter. Krass. Ja, stimmt, da sind wir irgendwie reingerutscht. Für die Flex Q brauchst du aber kein extra Account. Das geht. Ich weiß, ja, das nehmen wir, das, den nehmen wir so. Geil, Mann. Und mich auch, ich hätte es auch gefeuert, wenn jetzt dann die ganze Crew langsam online kommt, dann rein in die FlexQ. Da hätte ich uns auch gesehen. Jetzt hat aber keiner Zeit. Mittags zocken nicht, weil die zocken alle bis 5. Ja. Und der Schrubel ist gerade erst aufgewacht und so. Deswegen, da verschiebt sich so ein bisschen der Schlafrhythmus nach hinten. Er hat halt Bock zu lernen, was ich sehr, sehr cool finde. Generell finde ich es cool, wie viele von euch gerade aus der Variety-Bubble, sag ich mal. Ja, das ist Kern der Variety-Bubble ganz doll den Rücken zu. Wir sehen jeden Tag 12 Stunden League of Legends Stream und dann gehen wir off und zocken nochmal 3 Stunden. Das ist gar nicht so gut. Was? Offstream sogar? Okay, das ja, ist ein Commitment. Mit Offstream, ja, es ist voll drin. Ich habe gestern das allererste Mal in meinem ganzen Leben Nautilus gespielt. Und? Also da kracht's komplett. Ich cancel ständig mein Auto-Attack. Ja, ist okay, okay. Du hast gesagt, du bist irgendwie so ein Melee-Support, ne? So Leona, Nautilus. Also meine Besten sind Nami und Janna. Okay, also die Chance, ja. Nee, aber das mal was Neues machen. Du hast gesagt, was soll was Neues. Genau. Was Neues. Genau. Kriegst eine Kaiser von mir. Soll ich Ignite mitnehmen oder Exhaust? Auf jeden Fall Ignite. Auch gegen deren Champions sehr, sehr wertvoll. Also weißt du, nach 15 League of Legends Pro Play hat Medio, als er released wurde, den Rekord gebracht für den wenigsten Damage in einem Pro Play Game aller Zeiten, weil er wie 300 Damage gemacht hat im Game. Denn er hat nur einen einzigen Spell, der Schaden hat. Also der kackt das Kacke. In Midlane zumindest. Und warum Support bei dir? Warum hast du dich dazu entschlossen? Hast du schon immer gemaint? Ich habe früher Support gespielt. Cool. Umatra ist AD Carry. Wir machen ja dann bald auch zu 5 bzw. zu 6 die LAN-Party, wo wir 6 Tage nur zocken und Platin Flex kommen wollen. Geil. Die Leute waren halt damals, mein Bruder war auch vor 10 Jahren Diamond, Big Spin war vor 10 Jahren Diamond, ja. Hanky war Diamond 1 vor 10 Jahren. Wollen wir alle zusammen mal wiederkommen und zocken und gucken, ob wir Platin Flex kommen. Und da ist dann, muss ich halt Support spielen, weil ich bin der Schlechteste und das ist so meine beste Rolle gewesen. Verstanden. Perfektes Timing. So genau zu World Start, Arcane 2 kommt raus, also richtige Hype beginnt ja gerade wieder bei League. Voll cool. Wir wollen sogar, die LAN-Party fällt genau darauf, wenn die erste Gruppenphase von Worlds ist in Berlin, dann fahren wir in der zweiten Woche hin. Das sind dann die Entscheidungsspiele von der Gruppenphase, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Da fahren wir da hin und machen auch einen Vlog, gucken uns das an. Am Anfang waren wir nur zu dritt, jetzt sind wir schon 11 Creator, die da hinfahren. Alter, voll geil. Und sich das live geben wollen. Du, da voll dann drin, muss, Alter. Da nutze ich mal die Gunst der Stunde. Also da ist wahrscheinlich wieder Co-Stream aus der Arena. Wenn ihr Bock habt, da mitzukommentieren, lasst es mich wissen. Stimmt, das hat der Strobel gestern gesagt. Ja, das genau. Ist ja richtig geil. Du hast die Rechte, dass du das casten und streamen kannst, ne? Genau. Wenn ihr Bock habt, das wäre sehr, sehr geil. Ja, okay, für einen Game Call bestimmt dazu. Ja, ja, klar. So ein Game chillig und nicht, dass ihr euch da irgendwie verpflichtet fühlt, was zu machen. Das ist Ja. Chillig. Ich will auch die komplette Viewer-Experience aus der Crowd mitnehmen, aber einmal ein Game mit Carsten auch geil. Das tiltet mich eher wenig, das weiß man ja schon vorher. Ja. Was war denn dein Premate, dich runterrennt? Oh. Ich hab noch Barrier, ich werde nicht sterben. Oh. Jetzt kannst du glücklich sein, dass es ein Remake wird. Jetzt kannst du glücklich sein. Wird's ein Remake? Ja, in der Jungler ist die Seed.
Also, I guess noch 30 Sekunden. Ich hab einfach, die hat einer geflasht, ich hab den... Oh, Flash. Du Scheiße! Reconnected. Oh nein, jetzt ist peinlich. That's it, wow. Jetzt ist peinlich. Ey, ich habe hier einen Mordshook hingelegt. Der hat geflasht. Ich habe den Flash gehookt aus Versehen. Main-Rolle ist top, ne? Genau. Meine schlechteste Rolle ist Eddie Carroll bei Far, aber das sollte eigentlich kein Ausrede sein in so Platin-Emerald. Wie hoch würdest du kommen, Solo? Eddie Carroll, was würdest du sagen? Auf jeden Fall Low Master, aber ich glaube nicht, dass ich Grandmaster schaffen könnte. Low Master? Ey, also Low Master ist echt nicht so hart. Es sind so Top 15.000 oder so mittlerweile. Ah, okay. Ich bin auch viel schlechter als früher, weil ich einfach viel mehr cast und weniger aktiv spiele. Aha, okay. Was war Peak? Top 10. Top 10? Europa. Und deutscher Rekordmeister. Yep, yep. What the fuck? Alter, Glückwunsch. Ey, danke, Mann, danke. Wollen wir versuchen, Leute, mit 2 Power Spike nach vorne zu gehen? Wenn die 3 Melee sterben, ist Level 3. Das heißt, wenn du jetzt gleich einfach die Last ist und einfach auf die raufläufst. Den genau. Jetzt sind wir gleich Level 3. Also laufen wir nach vorne. Normalerweise würde ich den letzten Last hit und du stehst so vorne, dass die nichts machen können. So wie hier. Ah, okay. Jetzt siehst du, verlieren direkt Minions hier hinten und wir haben viel mehr Power und so weiter. Geil. Sieht das Early Game von Nautilus oft so aus, weil ich bin ja im Late Game ziemlich stark. Nee, also eigentlich dein bester Part ist der Mid Game und Early Game, wir haben halt Level 1, habe ich halt einfach verkackt, deswegen habe ich keinen Pop mehr und so gehabt. Sonst hätten wir mehr machen können, das ist basically mein Fehler, dass wir jetzt ein bisschen behind sind. So schnell ist dann over? Ja, ist nicht over, wir müssen jetzt ein paar Minions abtreten. Ja, okay, nee, die fighten einfach hinter Turm stellen, wir können. Genau, geil. Wollen die Wave hier hinten halten, wenn wir können? Oh, okay, warte. Ja, weiter. Du bist nur, der igniten kannst, auch nicht schlecht. Ja. Gib in den Trades. Dann hast du den nächsten Hook. Ignited ist drauf. Alter, ja. Ich habe ihn gecaged und weggeflasht. Geil, beide überlebt? Beide haben überlebt, aber es ist immer noch gut für uns. Sind auch noch geflasht. Was für ein intenser Fight. Ey, das war ein geiler Fight, ja. Auf Level 6 haben wir jetzt so gute Synergie, unsere Champions. Mein Charakter kann quasi auf deine Ult hinterher ulten, was extrem gut funktioniert. Das kannst du, stimmt. Romata spielt auch Kaiser, aber ich weiß nicht, was Kaiser genau kann. Oh, vielleicht kannst du noch helfen. Ich bin auch gleich da. Oh, daneben. Shit happens. Chase weiter. Die schielen hier wie Sau alle. Ja, ich kann dir da nicht helfen, leider. Wenn du einen Hook auf Lee Sin hast, nimm sie. Timex, deine Zeitlinie. Egal wer, geil. Junge. 1, 2 und weiter, wenn du kannst. Oh, ich bin 1 HP. Ja, geile Sau bist du vor allem auch. Well done. Sauber. Du, versuch mal den Smoder zu fighten, ich bin gleich in Ultrecht weiter. Lee Sin ist neben mir. Nee, mach ruhig, ulte den einfach. Doch nicht ult, das ist zu, Digga, der hat aber auch gedodged, das ist ja so schnell. Aber wenn du einfach ultest, ist danach deine Q halt immer ein garantierter Treffer und ich kann dazu ulten. Ja, das stimmt. Den kannst du auch fighten, wenn er dich will. Ja, geil. Weiter, ulte ruhig, egal wen, ulte. Ist denn ultig? Hast du vielleicht sogar? Ich komme nicht mehr in Reichweite. Schade. Dass der überlebt schon wieder mit, also die haben ja zweimal mit 0 HP überlebt. Ja, das ist bitter. Ja, ich hab den hier ein bisschen, ich wollte den Turmrange hooken, aber es hat nicht geklappt. Ich brauch dich. Oh. Lee Sin kommt auch noch. Ist da noch Barriere? Geile Sau, ich kann nicht mehr weitermachen. Ich bin noch drin. Du bist noch drin. Der Anker. Okay. You tried. Hä? Also wieder, wenn du einen Fight siehst, kannst du einfach drauflaufen und ihn ulten, wenn es geht oder so, ne? Der ist tot geil. Ja, wie cool, da war so ein Speed-Up. Nice, sehr gut. Da war so eine Flamme auf dem Boden für Speed. Ja, die sind richtig stark. Die geben dir eine Ability, also jede Flamme ist 50 Gold wert. Wir sind jetzt die beiden wichtigsten Spieler dieses Game. Unser Team ist nämlich sehr behind, okay. Bis auf Nocturne. Es wird mal in Mitte sein und durch Mitte hindurch halt überall auf die Karte hinkommen. Oh ja, oh. Kannst du machen, du hast Ignite, fight ihn. Ignite ihn straight. Wenn ich den Bounty kriege, ist insane! Big, 1000 oh, Gold. Ja, hast du noch so einen Autodeck für den? Und dann der Passive ist broken. Und den auch noch? Alle drei. Geil. Geil! Nimm. Rein. Lee Sin. Geil. Nice. Wieder zurück zur Midlane. Oh, vielleicht können wir oben noch helfen, wo die wäre. Nice. Schön. Ja, den kannst du ruhig ulten. Kannst einfach ulten. Ulte Nunu. Ich hab. Ja, ich glaube, ich hab ihn trotzdem. Ich ulte. Hab ihn. Egal, ulte wenn du wasted. Wir können. Also, es ist halt der wichtigste Gegner, weil der uns Snash gibt, wenn er stirbt. Ich hoffe, unser Jungler wird Smite-Knopf finden. Please. Bitte. Nice. Nash's Tooth und Static? Yep. Rageblade? Yep. Wo hast du den Bild her? Ist doch Fantasiebild. Aber Standard hat natürlich in Korea gestartet und dann die Welt erobert. Ich glaube, ist gerade so ein Reichweite, oder? Oh mein Gott, habe ich lange nicht gesehen. Ist das krank.
Na, was, wie Alpha, das ist ja so geil. Krass. Ist das geil. Also den Hoxt. Okay, ist trotzdem gut. Oder? Ignite ist drauf. Explode. Nice. Sind alle recht low, die waren noch nicht base. Jetzt unsere Zeitlinie. Ja, wenn du hast, okay. Noch, dann wird rein ulten wollen. Habe ich einen Kill hier? Ja. Guter Hook, guter Mann. Ich snipe den jetzt. Ich glaube, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn. Nice. Ich glaube, wir können. Ich glaube, wir können. Mitte, 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 Team! Es ist zu spät. Wir sind nicht zu fünf hier. Alter, Nautilus ist echt ein Viech im Late, ne? Ja, aber absolut. Der Champion hat so viel CC. Lass Nashen. Und eigentlich sollten wir jetzt mit dem Nashes Game beenden, bevor Seele überhaupt da ist. Also lass uns einfach Mitte gemeinsam gehen. Und wenn du jemanden siehst, hook ihn. Wir gewinnen. Oh, den sollten wir fighten. Ja, seine Mitbrawler, kannst du dich hooken. Du kannst ihn ulten. Ja, 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 gefällt mir, sehr schön. Leute, ich habe ihn in seiner Ult geultet, der Arme. Sehr gut. Das ist eine lucky Interaktion. Jetzt weiter fighten? Ja, geil. Nice. Und wir können mit der Mitte wenden. Noch. Alter, wir machen den Damage da. Bei meine uns. W war das. Weil ich what AP the bin. Fuck? Deswegen ist das so stark, die Kombo. Ja, ja. Alter. Nice, Mann. Richtig sexy Game. Ehrlich, ich habe ein bisschen scheiße gespielt, du hast das ganze Game hinweg gut gespielt. War fett an dich. Deswegen ist die Kombination Nautilus und Kaiser so gut. Genau, weil sobald meine W quasi evolved ist mit AP, macht sie einen Stack mehr. Deine Passive macht einen Stack. Also wenn ich dann W raufbrettere, der Burst Damage ist crazy. Also wirklich, es ist eine sehr, sehr gute Kombination. Du hast fast so viel Damage gemacht wie der Medio, by the way, mit deinem Tankbild als Nautilus. Ja, ich weiß, dass Medio keine Damage Spells hat. Der soll nicht Medio mit denen spielen, ist mein Punkt. Was soll das?